Der Kampf gegen den Klimawandel hat das ja geprägt. Das ging ja schon Anfang des Jahres los in Lützerath. Kennen Sie alle Lützerath, einem Örtchen in der Voreifel. Großer Aufstand im Stil der 70er Jahre, Revolutionsromantik, Gitarren am Lagerfeuer, kleine Scharmützel mit der Polizei. Und wenn ich Luisa Neubauer richtig verstanden habe damals, lag das Schicksal der Welt in der Hand der Verteidiger von Lützerath. Sie ist ja ausgebildete Apokalyptikerin. Sie postete auch neulich erst aus Dubai von der Klimakonferenz, es sei so heiß in Dubai, das wäre jetzt also wahnsinnig heiß, dass es schon an Hitze grenzen würde. So heiß, nicht? Wobei Hitze in Wüstenstaaten jetzt für mich nicht so überraschend gewesen wäre. Aber da fehlt es dann vielleicht auch an der geografischen, ich weiß es nicht. Und sie entblödete sich auch nicht, den Tod eines Taylor Swift-Fans beim Konzert in Brasilien für ihre Zwecke auszuschlachten. Auch der sei dem Klimawandel zuzuschreiben. Und dazu schrieb sie, no pop on a dead planet. Das war jetzt so ein dadaistischer Irrsinn. Sie hätte auch schreiben können, no planet on a dead pope. Das wäre auch niemandem aufgefallen. Ja.